Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Uncharted 2. Wieder im Pausemenü. Warum? Wir werden hier von irgendwelchen Neandertaler angegriffen. Und die werden wir jetzt den Arsch versohlen. Hoffe ich. Wir gucken rein. Auf geht's. Okay. Erstmal sieht es aus, als ob wir den Arsch verwirrt bekommen. Alles klar? Ich hab gar keine Waffe. Hat da keiner eine Waffe für mich? Okay, scheinbar ist Abhauen die bessere Möglichkeit, Lösung. Bin gespannt. Jawohl! Er schießt! Oh ja! Hey, wo fahren wir denn hin? Okay. Auf jeden Fall irgendwo da runter. Oh. Okay. Wir müssen sofort hier raus, verdammt. Das letzte Mal konnte ich tagelang nicht schlafen. Warum? Habe ich dir so den Kopf verdreht? Komm schon. Okay, ich denke, durch Wasser geht's nicht. Nicht stehen bleiben. Schau mal. Dann bleibt ja nur noch dieser Weg hier, oder? Achso. Wieder keine Waffe. Oh ja. Da ist uns wohl jemand zuvorgekommen. Dann hoffen wir mal, dass wir es auch wieder rausschaffen. Ja, die Leichen liegen bestimmt schon 60, 70 Jahre hier. Hey, Ihnen hat's wohl nichts gebracht, aber hier. Danke. Tja, Lazarevich und seine Männer sind wohl wieder in der Stadt. Wenn wir einen Weg zurück zum Eingang finden, sollte die Luft rein sein. Nein, Chloe, wir suchen den Cintamani-Stein. Was? Wir müssen Lazarevich aufhalten. Und wie wollt ihr das bitteschön anstellen? Vor ihm den Stein erreichen und ihn dann zerstören. Wow. Du glaubst doch nicht etwa diesen übernatürlichen Quatsch. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Okay, falls du es nicht mitgekriegt hast, der Kerl ist durchgeknallt. Er denkt, er erfüllt irgendeine Art Prophezeiung und dass dieser Stein ihn unbesiegbar macht. Unsterblich! Wir stehen mitten in Shambhala. Und du hast tatsächlich noch Zweifel? Ja, du weißt, wie oft sie auf die Dinger geschossen haben. Hier geht etwas Seltsames vor. Noch ein Grund mehr, so schnell wie möglich hier abzuhauen. Ich will das nur in Ordnung bringen. Und vielleicht die Welt retten? Oh Mann. Hör mal, Schätzchen. Der Welt. Ist das egal? Wenn du deinen Hals hinhältst, ist dein Kopf bald ab. Du hast selbst gesagt, du willst ihn fertig machen. Ja, und ich will ihn mehr als bluten sehen. Aber so läuft das nicht. So läuft das. Nein, diesmal nicht. Na los. Was meinst du? Dass ihr spinnt. Aber gut, retten wir eben die Welt. Klingt so selbstverständlich bei ihr. Na gut. Dann machen wir das mal. Retten wir halt schnell die Welt. Ich hätte auch ganz gerne so eine Pistole aus der 40er. So wie sie da hat. Aber für mich gibt's wieder keine. Was denn jetzt? Was war das? Wo denn? Alter.
zurück! Haltet sie ja fern! Radio-Pusche! Der Typ hat lilanes Blut, das stimmt nicht mit ihm. Einmal und ich bin weg? Warum denn? Ich hab einen. Was für hartnäckige kleine Viecher. Stirb doch einfach. Hab ihn, ich hab ihn. Oh nein. Oh Mist, ich fliege in die Luft. Oh, du Penner. Scheiße. Kann nicht wahr sein. Geht das hiermit besser? Oh. Okay, Zufall oder? Wir brauchen stärkere Waffen als die hier. Sieht so aus. Wieso, die Armbrust war doch ganz geil. Ich schätze mal, wir müssen hier hoch, oder? Hier kann ich doch gar nicht hoch. Komm schon, der Sprung ist nicht schwer. Alle, hopp. Und nochmal. Oh nein! Geschafft. Wir müssen hier einfach. Das ist Harz. Eindeutig Baumharz. Das fängt leicht Feuer. Vorsicht.
Und wo kriege ich Feuer her? So gefällt mir das. Ach, zur Hölle! Was ist das? Ah, ist ja gar nicht gruselig. Okay, 3 Kugeln mit der Armbrust. Wenn es dann so ist wie bei dem eben, dann sind das 3 tote Gegner. Ganz entspannt. Und alle ab. Nein! Hä? Hey, das ist hart. Zur Hölle! Was ist das? Das Zeug fängt schnell Feuer. So wie dieses Hart. Na, klasse. Da habe ich hier bestimmt wieder irgendwas übersehen. Okay. Oder muss ich irgendwas mit dem Feuer machen? Ich glaube vielleicht, ich muss irgendwas mit dem Feuer machen. So nicht. Da drinne. Ah, muss mir auch einer sagen, Mensch. Auf geht's! Sehr gut. Hey, das kenne ich doch. Natürlich. Hier muss irgendwo der Zintermarkenschein sein. Wieso glaube ich, dass hier wieder Gegner kommen? Das muss ein wirklich wichtiger Ort gewesen sein. Ganz schön ruhig. Jetzt fühlt er sich gespenstisch an. Oh. Und warum mache ich das? So. Sorry, Schatzi. Ich weiß ja nicht mal genau, wo lang, Alter. Auf jeden Fall wird es hier einen Kampf geben. Dafür liegt hier nämlich jede Menge Munition und Waffen. Kriegen Besuch. Noch mehr? Siehst du, es war viel zu ruhig. Vielleicht haben sie uns nicht gesehen. Elena, zurück. Ah, die Soldaten sind wirklich überall. Ach so. Oh! Ja.
Anfang, schnell. Hopp. Noch ein. Immer noch nicht. Ah ja. Oh, ich wusste es. Scheiße, da war ich zu übermotiviert. Aufpassen! Ausschwärmen! Findet sie! Sichert das Gebiet sofort! So ungefähr war der, ne? Nochmal. Und nochmal. Oh. Erstmal die wirklich gefährlichen. Alter, den wirklich mit einer Kugel tot. Also mit einem Pfeil, meine ich. Immer dann, wenn man eine Waffe braucht, hat man keine. Noch einer? Hallo? Noch jemand? Wir behalten die. Ne, Uzi will ich nicht. Das auch nicht. Oh, ein Snipey. Will ich aber auch nicht. Ich möchte ganz gerne Pistole Munition. Oh. Was haben wir denn hier Schönes? Nix. Das andere Gegengewicht fehlt. Tja, du hast die richtige Größe dafür. Witzig. Hm. Und wie komme ich da hoch? Hm, mal überlegen. Sorry, Kopf. Vermutlich von über mir. Eventuell.
Nee. Entschuldigung. Ja gut, ich will ja da hoch, aber... Wie? Ja, klettern Sie, ja, das ist mir bewusst. Aber wie? Jetzt weiß ich, okay. Das war ja leicht. Warte ab. Okay, los geht's. Okay, und los geht's. Los! Ich komm. Da warst du etwas nah dran. Ich komm mich nicht mal draufstellen, sie hat es weggeschoben. Nein. Okay. Ich darf nicht weglaufen. Ich hoffe, das war der. Jawohl. Okay. Morgen. Zu geil. Erwischt. Himmel. Also ohne Armbrust wäre ich jetzt ziemlich am Arsch gewesen. Cool. Den habe ich wieder nicht gesehen. Fuck. So, hier unten waren nur noch welche, ne? Damit. Alles klar bei euch? Meine Damen, wo seid ihr? Oh, hoppala. Warte. Hier hat noch eine Munition. Geschafft. Der hier, glaube ich. Manfred? Nö. Jawohl. Danke dir, Manfred. Das ist der Granaten-Manfred. Hoppala. Wie habe ich denn den gemacht schon wieder? Dann müssen wir wohl zu diesem Vorsprung. Nehmen wir den Karren. Los geht's.
Ja, ja, das Schöne da, Chloe guckt wieder nur zu. Das war's. Gut gemacht, Leute. Dankeschön, Chloe. Gern geschehen. Ist hier jemand? Hallo? Ibims, der Drake. Da ist er. Der Endlos-Treppe hier. Mist! Runter! Und da unten sind auch Wächter! Er schießt sie! Ich würde sagen, wir lassen die selber gegeneinander kämpfen. Ah, guck, da ist einer tot. Wie viele gibt's denn von euch? Bitte schön. Hilfe! Bitte schön. Nochmal, okay. Bitte schön. Nochmal. Hauptsache, nur Vieh kommt hier nicht hoch, Alter. Auch die dicke Bombe. Ah! Genau den wollte ich. Boah! Aber jetzt habe ich die dicke Wumme nicht mehr. Wo kommen die denn alle her? Oh oh. Penner. Hier kommt was! Jawohl. Okay, alles klar. Mit einer Wumme, Junge. Lieber eine Armbrust mit einer Kugel, mit 4, als so ein M4 mit 100. Aber vielleicht können wir noch ein bisschen Munition einsammeln. Zumindest was Pistole angeht, und vielleicht liegt ja hier noch die ein oder andere Armbrust rum. Aber bei meinem Glück liegt ja wahrscheinlich wieder gar nichts.
Außer jede Menge M4s. Sag ich doch. Aber okay, ich will mich ja gar nicht beschweren. Gehen wir hier hoch. Ich glaube, da müssen wir gleich rein. So, bevor wir das tun, werde ich die Folge einmal beenden. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Passt auf euch auf, lasst mir was da und bis dahin. Ciao, ciao.